Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir die 6000 geknackt und dafür möchte ich einmal richtig fett Danke sagen. Danke, dass ihr immer mit dabei seid, dass ihr so fleißig kommentiert, dass ihr die Videos schaut und dass ihr mir vor allen Dingen sagt, wenn was nicht stimmt. Ich hätte persönlich eigentlich nicht wirklich damit gerechnet, dass der Kanal mal so groß wird, selbst die 5000 Abonnenten, und die sind 3 Monate her, das ist irgendwie schon echt krass, selbst mit denen hätte ich nicht wirklich gerechnet, deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass wir jetzt schon 6000 sind und sage auf ein neues, auf die nächsten 6000 und damit auch auf euch. Natürlich wird es dafür wieder Specials geben. Wie genau die aussehen und wann die stattfinden, das werdet ihr rechtzeitig erfahren. Jetzt ist wegen Corona sowieso ein bisschen mehr Zeit, das heißt also eventuell finden die auch in der Woche bzw. am Anfang oder am Ende der Woche statt. Das muss ich mir nochmal genau überlegen, wann genau ich das mache. Auf jeden Fall ist jetzt ja ein bisschen mehr Zeit, sodass ich da ein bisschen mehr Puffer habe. Die einzige Sorge von mir ist derzeit, dass das Internet mitspielt. Denn wer meine letzten Streams verfolgt hat, der weiß sicherlich, dass das nicht so geil gewesen ist, wie ich mir das an sich eigentlich vorgestellt habe. Aber eines kann ich euch direkt schon sagen, es wird 2 Specials geben, das eine fliegen wir, das andere schauen wir, mehr verrate ich dazu derzeit noch nicht. Ihr könnt euch aber in einem Punkt sicher sein, es wird richtig cool. Und deswegen dürft ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein auf das, was euch da in naher Zukunft erwarten wird. Und ich bin gespannt, wie ihr das findet. Aber eins kann ich euch jetzt schon versprechen, cool wird es auf jeden Fall. Starten wir also heute mit Manchester von Aerosoft für X-Plane 11, denn den gibt es gerade bei Aerosoft für nix, kostet also kein Geld. Und das ist eine wirklich gute Nachricht, denn hier gibt es eine wirklich gute Szenerie for free und das ist natürlich cool. Aber wem die Szenerie nicht reicht, der kann sich ja eventuell den Autobahnsimulator für Umme noch mit dazu holen. Den gibt's nämlich auch gerade für wenig Geld. Einigen von euch dürfte der Honeycomb Yo definitiv ein Begriff sein. Dieselbe Firma hat jetzt ihren Throttle Quadrant angekündigt. Leider mit ein bisschen Delays aufgrund der derzeitigen Corona-Lage, sodass nicht alle Fabriken, bei denen man dieses Ding in Auftrag gegeben hat, zu den vorgegebenen Zeiträumen auch wirklich produzieren können. Das ist natürlich schade, denn eigentlich wollte man den Schubhebel schon wesentlich früher fertig haben, was jetzt natürlich nicht funktioniert. Andererseits bringt das die Möglichkeit mit, die Qualität von diesem Ding noch mehr zu verbessern. Man sieht auf den Fotos, dass das Ganze schon mal sehr gut aussieht, über die Qualität lässt sich bisher allerdings nur spekulieren. Es gilt allerdings als sicher, dass die Software, mit der der Schubhebel mit dem Sim verbunden werden soll, bereits fertiggestellt und getestet wurde, sodass man hier davon ausgehen kann, dass das Ganze auch funktioniert. Bisher gibt es zwar weder ein Release-Date noch einen Preis zum Honeycomb-Schubhebel, sollte sich das aber ändern, werdet ihr von mir darüber informiert. Ich persönlich muss aber sagen, dass das Ding so aussieht, als wäre es richtig übel teuer. Da der Yoke selber, ich meine es waren irgendwie 200 Euro oder so gekostet hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass der Schubhebel nochmal eine gewaltige Schippe obendrauf legt. Ich würde also mit ungefähr 300 bis 500 Euro mindestens rechnen, auch wenn das natürlich nur eine Schätzung ist und mich die Zeit dabei Lügen strafen kann. Kommen wir nun aber von der Hardware zur Software, wo mir als allererstes V-Skylabs ins Auge springt. Die haben sich nämlich daran gemacht, einen Gyrocopter umzusetzen. Und wenn ihr euch jetzt auch fragt, was ein Gyrocopter ist, dann schaut euch mal am besten das Bild im Hintergrund an. Das Ding sieht irgendwie so aus wie eine Kreuzung aus Flugzeug und Hubschrauber. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein ziemlich lustiges kleines Gerät wird. Dann handelt es sich dabei auch noch um ein deutsches Fluggerät, das heißt also um einen Flieger, der tatsächlich von einer deutschen Firma gebaut wird. Es handelt sich bei dieser Umsetzung hier um einen Gyrocopter, der in einer Höhe von ungefähr 500 Metern ca. 130 km/h erreichen soll. Wen das weiter interessiert, der kann sich auch gerne mal das Video anschauen, das in der Videobeschreibung verlinkt ist, das darf ich hier nämlich aus rechtlichen Gründen nicht zeigen. Bei dieser Umsetzung soll vom X-Plane eigenen experimentellen Flugmodell profitiert werden, das angeblich genau für solche Fluggeräte am besten geeignet sein soll.
Außerdem soll es zwei Cockpits geben, ein analoges und eines mit einem Garmin G1000. Herauskommen soll das Ganze dann noch dieses Jahr. Mehr Informationen gibt es darüber bislang leider nicht. Das heißt also, es gibt kein konkretes Release-Date und über einen Preis weiß man bisher leider auch nichts. Finde ich persönlich ziemlich schade, dieses Ding sieht nämlich echt lustig aus. Sollte sich das mit dem Release-Date und dem Preis aber ändern, dann werde ich euch darüber natürlich informieren. Und als nächstes haben wir das Plugin Better Pushback, das eigentlich jedem von euch im X-Plane ein Begriff sein dürfte. Das ist jetzt wesentlich geupdatet und damit für X-Plane Vulkan vorbereitet worden. Die X-Plane Vulkan Engine soll irgendwann demnächst kommen, leider weiß niemand genau wann, was ich persönlich ebenfalls schade finde, aber darum geht es hier gerade nicht. Das Plugin ist dann insofern abgedatet worden, dass man den Pfad des Plugin-Trucks in einer Art und Weise geändert habe, die ich persönlich nicht verstehe, weil das Ganze in Programmiersprache verfasst und auch in Textform irgendwie ziemlich kompliziert ist. Aber wen das interessiert, der kann sich gerne mal das Changelog durchlesen. Ich bin sicher, unter meinen Zuschauern finden sich da diverse Leute, die das Ganze besser verstehen als ich. Was ich aber verstehe und begrüße, ist die zweite Änderung. Dabei handelt es sich nämlich um das Laden des Plugins. Wenn ihr euch erinnert, dann gibt es jedes Mal dann, wenn man den Pushback-Tag ruft, einen Lag des Simulators. Der friert für eine gewisse Zeit lang, meistens mehrere Sekunden ein, fängt sich danach aber wieder. Und genau das soll mit diesem Patch behoben worden sein. Das heißt also, dass dieser Lag jetzt angeblich nicht mehr existiere, sodass das Plugin nebenher geladen wird und die Lags damit der Vergangenheit angehören. Wer erinnert sich eigentlich noch an die LED 410 für X-Plane? Ich jedenfalls tu's. Das ist ein wirklich cooles kleines Turboprop-Flugzeug und das bekommt jetzt ein wesentliches Update. Der Flieger ist ja leider schon ein bisschen älter, was man ihm an einigen Texturen auch ansieht, obwohl der Flieger im Generellen wirklich, wirklich, wirklich gut ausschaut. Der Developer legt jetzt aber noch eine Schippe obendrauf und bringt 4K-Texturen in extrem hoher Auflösung. Jedenfalls steht das auf der entsprechenden Seite des Entwicklers und wird auf allen Newsseiten im Internet berichtet. Basierend auf den Screenshots, die man so sieht, glaube ich das aber sofort. Außerdem kommen neue Normal Maps, sodass die Texturen so aussehen, als würden sie tatsächlich das Licht reflektieren, so wie echtes Metall, die Außenhaut eines Flugzeugs eben in der Realität. Das ist allerdings nicht das Einzige, was an diesem Flugzeug in naher Zukunft verändert werden wird. Die Außentexturen spielen dabei nämlich nur einen Part, den anderen Part spielt das neue virtuelle Cockpit mit neuem Modeling und neuen Texturen. Laut Entwickler fokussiere man sich jetzt aber zuerst darauf, das Außenmodell mit den neuen Texturen und den neuen Normal Maps fertigzustellen. Wenn das fertig sei, werde es released und dann gehe es an das neue Cockpit. Wir haben also eine Menge, worauf wir uns bei diesem Flugzeug in der nahen Zukunft freuen dürfen, auch wenn natürlich kein Release-Date bisher feststeht. Ich persönlich bin aber, wie mittlerweile bekannt sein dürfte, ein Freund davon, dass die Entwickler sich Zeit nehmen, um am Ende ein besseres Produkt zu erhalten. Und als nächstes kommt dann Ibiza von Windsock Simulations. Das hatten wir zwar schon mal, jetzt gibt es aber neue Previews, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Schaut also einfach mal in den Hintergrund, wie der Airport bisher aussieht. Ich finde nämlich, dass sich da ein Blick auf jeden Fall lohnt. Es gibt tatsächlich schon eine Umsetzung für Ibiza für X-Plane 11, auch wenn ich gerade aus dem Kopf nicht weiß, von wem die ist, die tatsächlich auch nicht schlecht aussieht, aber gegen eine neue Payware wahrscheinlich nicht wirklich anstinken kann, zumal Windsock Simulations ja nun wirklich keine schlechten Szenerien baut. Je nachdem, wie teuer das ist und wann das released wird, das sind leider zwei Infos, die weiterhin unbekannt sind, wird das auf jeden Fall eine wirklich gute Szenerie, die ich mir vielleicht ebenfalls holen werde, weil das Ganze eine schöne Urlaubsdestination ist, zu der man häufiger mal fliegen kann, wenn man nicht unbedingt zu den Standardzielen wie Malle möchte. Und wie mir dann weiterhin zu Ohren gekommen ist, entwickelt Aerosoft offenbar eine Szenerie für Ostfriesland, genauer gesagt für die ostfriesischen Inseln Mellum, Wangerooge, Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney, Juust und Borkum. Und das ist cool, die sind nämlich gar nicht mal so weit weg von hier und vor allen Dingen haben wir im letzten Jahr auf einem dieser Inseln unsere Coastline-Tour unterbrochen. Sollte diese Szenerie also bald herauskommen, können wir mit ihr unsere Tour fortsetzen und wenn man sich die Bilder im Hintergrund anschaut, dann ist das auf jeden Fall einen Blick wert. Das sieht wirklich cool aus und beinhaltet Nachbildungen von jedem einzelnen Airport und jeder einzelnen Insel.
Und das für eine VFR-Tour, vielleicht auch noch bei richtig schönem Wetter, das ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Allgemein finde ich es aber wirklich eine gute Idee von Aerosoft, sich nicht nur um die ganzen großen Flughäfen zu kümmern, sondern auch mal die Hand an etwas kleinere Szenerien zu legen, so wie zum Beispiel die ostfriesischen Inseln mit dem Wattenmeer. X-Plane ist ja sowieso schon besonders gut für das VFR-Fliegen geeignet aufgrund der OpenStreetMap-Daten, die mit X-Europe noch einmal wesentlich verbessert werden. Wenn man dann auch noch Autos dazu nimmt und dann diese Szenerie, dann geht's wirklich kaum noch besser, zumindest wüsste ich nicht wie. Und dadurch bekommt man dann eine richtig gute VFR-Szenerie, was mich wirklich freut. Es ist zwar leider noch nichts darüber bekannt, wann diese Szenerie herauskommen und wie viel sie kosten soll, aber wenn sich das ändert, werdet ihr wie gewohnt von mir darüber informiert. Kommen wir jetzt zu Orbex, denn Orbex hat San Jose angekündigt, Kilo Sierra Juliet Charlie. Dabei ist zwar leider nicht bekannt, um welchen Simulator es sich handelt, da Orbex aber in der Regel für beide Simulatoren entwickelt, gehe ich mal stark davon aus, dass San Jose auch für X-Plane und den P3D kommen wird. Weitere Informationen als die Screenshots im Hintergrund habe ich bisher aber leider nicht. Wenn sich das ändert, informiere ich euch natürlich direkt, so wie immer. Und wer sich jetzt noch für die Umsetzung der BAE 146 im P3D interessiert, die von Just Flight irgendwann demnächst kommen soll, für den habe ich hier auch noch was, nämlich ein paar neue Bilder. Wirklich viele sind das nicht und sie zeigen das Flugzeug auch aus nicht wirklich neuen Perspektiven. Schön aussehen tun sie aber alle mal, sodass ich mal davon ausgehe, dass wir hier ein Flugzeug bekommen, das zumindest vom Visuellen her wirklich ansprechend sein wird. Auch hier, und das ist irgendwie so ein Ding, was sich mehr oder weniger durch die gesamten letzten News zieht, gibt es leider nicht wirklich viele Infos. Wir haben weder eine Info über den Preis, noch eine Info über das Release-Date. Und auch hier, vielleicht sollte ich mal eine Standardansage zu sowas machen, werde ich euch natürlich informieren, sobald sich das ändert. Für dieses Video war es das allerdings auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wir sehen uns jetzt im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Ich möchte noch einmal richtig fett Danke sagen für die 6000 Abos und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!